Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Somcard und ein weiteres Video von Revive und Prosper. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen das Tutorial angeguckt und so, und ich bin echt fasziniert von diesem Spiel, weil es sind hier so viele Aspekte drin, die sind echt gut. Ja? Wir haben hier, wie gesagt, so eine Fabrikmanagement haben wir drin, wir haben einen kleinen Survival-Aspekt, in dem wir unsere Bevölkerung sozusagen am Leben halten sollen. Die brauchen Essen, die brauchen Trinken, die brauchen Schlafplatz und. Das sind nicht nur, also Menschen sind es nicht, aber es sind hier irgendwelche Tierarten, die heißen zum Beispiel Meister Eber oder halt so fiktive Charaktere. Finde ich cool, dass es nicht immer nur Menschen sein müssen. Und diese können Unterstützung holen, zum Beispiel über Golems, die man produzieren kann. Und da gibt es auch verschiedene Golems anscheinend, verschiedene Materialien. Aber muss ich gucken noch, wie es sich so entwickelt. Aber so der erste Eindruck, echt, der ist echt super. Und wir haben letztes Mal Kampagne gespielt und wir spielen da jetzt auch weiter. Ich muss bloß gucken, genau, hier geht's weiter. Und mir ist auch schon letztes Mal aufgefallen, ich habe so ein bisschen das Wasser dann hochgemacht. Mir ist halt beim letzten Mal aufgefallen, dass hier, sobald Wasser in der Nähe ist, dass das hier blüht. Ja, das ist richtig krass eigentlich. Das ist richtig, richtig cool gemacht, muss ich sagen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das nachher zu groß wird oder zu hoch wird. Und dass man nachher sozusagen, ne, das kann eigentlich, glaube ich, weg hier. Karotte, obwohl es eigentlich mir egal ist. Hier muss irgendwas noch rein. Ich brauche noch Energie hier. Naja, jedenfalls, genau, also müssen wir gucken, ob das nicht zu hoch wird und nicht, dass das hier irgendwie einen Einfluss hat auf irgendwas, keine Ahnung. Aber ansonsten so ist schon ganz cool. Und ja. Jetzt habe ich hier gerade irgendwie Steine gemacht. Die stehen auch irgendwie gerade alle rum. Weil die nichts zu tun haben. Die sind einfach so schnell, aber eigentlich brauche ich hier Holz. Aber Holz habe ich nicht. Weil ich es nicht abernte, so. Das heißt, ganz viel ist. Netzwerkleistung ist zu niedrig. Ja, also gucken. Muss ja hier noch einiges bauen. Und dann geht das hier auch alles seinen Gang. Ich brauche halt ganz viel. Oh, Förderbänder muss ich irgendwie produzieren. Was produziert er denn? Produktion macht der Brett. Was macht der hier? Hölzerner Mechanismus. Aber das macht der doch hier schon, oder? Was produziert der? Ah ne, der macht Dammkomponente. Gut, das heißt, wir bauen nochmal so eine Anlage. Und hölzerne Komponente braucht der. Was brauche ich denn noch? Muss ich mal schauen, was braucht der? Der macht nur Bretter. Sortiert Förderband. Ah, hier. Hölzerner Mechanismus. Hölzerner Mechanismus. Kann der machen. So. Muss ich mich das Katapult irgendwie bauen. Und mein größtes Ziel ist halt hier nach hinten zu kommen. Und ja, mal schauen. Also hier ist ja vorhin ein Komet runtergekommen. Der hat hier irgendwas runtergekommen. So Platinerz. Also, keine Ahnung. Auch Erde. Oh, hier ist Asche. Die ist heiß, okay. Alles klar. Es ist auf jeden Fall schon cool gemacht hier. Gemüse kann geerntet werden, okay. Das heißt, ich muss gleich einen Weg finden, wie ich hier rüberkomme. Oh, was ist hier? Hier ist alles offen. Ja. Also jetzt können wir eigentlich das noch so lassen. Wenn wir nachher hier durch müssen, dann muss ich das natürlich wieder zumachen. Also man arbeitet hier so ein bisschen viel mit Damm, muss ich sagen. Golems brauche ich jetzt noch nicht zu produzieren. Holzlager. Kann man auch alles einstellen, ob was sie dürfen. Das ist einfach auch ganz cool. Jetzt wird es gleich irgendwie Nacht, keine Ahnung. So. Sandgolem Factory. Okay, was macht der hier? Fehlt immer noch was? Fehlt immer noch Holz. Also Holz wird hier echt viel verlangt. Das ist schon krass. So. Zack. Erstmal die toten Bäume kaputt machen.
Weil die sind jetzt so nichts mehr zu gebrauchen. So, hier drüben auch nochmal. Toter Baum, alle toten Bäume einfach wegmachen. Zack. Genau. So, hier ist ja auch nochmal toter Baum. Was ist das? Pappel. Okay, die wächst gerade. Der ist aber leider tot hier. Den kann alle auch alles weg. Alles, was tot ist, kommt weg. Es wachsen auch automatisch welche. Das finde ich auch gut. So, Stein kann auch weg. Hier, die ganzen toten Bäume können alle weg. So, was ist das jetzt hier? Hier sind ganz viele Karotten. Wieso ernten die die eigentlich nicht? Automatisches Abschneiden und Umpflanzen, okay. Kannst dies noch nicht ernten. Warum kann ich das nicht ernten? Ist doch Wachstumsfortschritt 400. Das heißt, eigentlich kann ich die doch ernten. So. Golem von Herrn Eber, der erntet das jetzt. Hier auch ernten. So. Warum kann ich das noch nicht ernten? Keine Ahnung. Der will wohl noch nicht so geerntet werden. Aber egal, wir brauchen ja Karotten. Ja, weil hier ist so eine Karottensuppe. Die haben alle Karotten nämlich verbraucht. Deswegen muss ich leider ein bisschen hier ernten. Karottensamen habe ich ja auch genug. So, soll das alles ein bisschen produzieren. So, hier Karottenlager ist auch hier. Ist hier noch ein Karottenlager? Ja. Hier. Theoretisch kann das eigentlich weg. Zerstören. So. Genau, auch hier. Was haben die hier hinterlegt, ey? Nichts. Okay. Ressourcen, endlos Holz, okay. Gut, Wasser klappt auch, das holen sie auch immer. Bretter, ja, haben wir auch genug. Hier ist noch so ein toter Baum. Okay, hier stehen irgendwelche Leute rum. So, was brauchen die jetzt? Also, Produktionslager, mechanische Säge. Produktionslager ist voll. Ja. Die müssen ja auch mal irgendwas bauen. Ach so, ich muss Förderband bauen. Okay, das heißt, ich muss hier hinten Förderband bauen. So, nicht nur Darmkomponente, sondern jetzt mal Förderband. Dafür brauchen sie nur Bretter, okay. Verstehe. New buildings unlocked. You produce your first Förderband and by that you unlocked following buildings. Okay. Cool. Drehmoment, das, das. Okay. Reicht das denn überhaupt hier? Was der produziert? Flüssigkeitsbehälter, Trinkbrunnen. Okay. Das heißt, das Ding brauche ich eigentlich gar nicht mehr hier. Okay. So. Hier wird gleich das geerntet. Ich brauche noch ein bisschen Holz, obwohl ich eigentlich Holz eigentlich auch ganz gut habe. Aber ich habe keine Erde. Fällt mir gerade auf. Das heißt, ich muss irgendwo einen Platz finden, wo ich eigentlich so gut Ernte sammeln kann. Was ist hiermit? Was ist das? Ressource Kohle.
Okay, naja, ich glaube, ich fange mal hier an. Genau, holen wir uns mal ein bisschen Erde. Die produziert gerade viel Wind. Das geht aber gleich wieder nach unten. Kann ich hier irgendwas anpflanzen? Ja, hier. Karotte, Zwiebel, Kohl. Kaffee, Bretterbrücke. Okay. Muss zwischen zwei Wänden, Geländen oder Plattformen platziert werden. Ah, okay. Dazwischen also. Verstehe. Pfad, was ist der Pfad? Ah, okay, kann ich wohl einfach so bauen, der Pfad. Kostet mich das was? Den Pfad einfach baue? Nö. Ah, da kann ich dir sozusagen bestimmt sagen, wo sie lang sollen. Okay, das macht natürlich Sinn. Ah, das Ding kann jetzt hier weg. Das hier kann jetzt weg. Hier soll keiner mehr hin. Oh. Okay. Dann muss ich hier also noch irgendwie niedriges Gelände. Versuchen das irgendwie zu ebnen, ne? Steckt er denn jetzt? Steckt er hier drinne oder was? Schon cool gemacht, auf jeden Fall. Was macht er hier? Oh, der Golem wurde zerlegt. Ah, okay. Das heißt, ich muss immer ein paar Golems bauen. 20 Stück kann ich bauen, okay. 20 Golems kann ich bauen und die brauchen anscheinend auch nichts. Die kann ich also einfach so bauen. Ja, wenn ich ein Förderband habe, könnte ich theoretisch das da ansetzen und dann müsste der automatisch eigentlich das da einfüllen. Theoretisch. Probieren es einfach mal. Theoretisch müsste das dann jetzt automatisch da reingehen. Er produziert Biomasse. Ressourcen, Biomasse, okay. Ah, durch Karotte. Wird verwendet für Sandgolem Factory, okay.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ressourcen für Produktion. Fabrik wird verwendet für Sandgolem Factory. Aber zum Brennen oder was? Aber hier steht, er braucht doch nur Dings. Gekürt zweimal Erde und Holz. Ah, Energie brauche ich, stimmt. Ja, ohne Energie ist dann schlecht, ne? Aber das macht ja nichts. Eigentlich macht das nichts. Was könnte man denn? Aber wieso produziert er nicht? Kann den Shop nicht erfüllen. Aber jetzt, oder was? Ah, jetzt kann es mal. So, wirft er jetzt Erde rein, Holz wirft er rein. Bin gespannt. Na gut, kann ich mir glaube ich sparen. Da kommt nichts automatisch rein. Irgendwie alles nur manuell, oder? Obwohl, nee, eigentlich schon. Also mit den Förderbändern, das kommt bestimmt noch so. Wird bestimmt noch sehr, sehr gut erklärt nachher. So, hier ist der Mechanismus, ist das. Hier sind Holzbretter. Holz. Volles Lager, okay. Dann produziert er natürlich nichts mehr, ist klar. Förderbänder sind auch voll. Ja, baut eben den anderen Mist hier. Einfach alles bauen lassen, was geht. Warum kann ich das hier jetzt nicht machen? Volles Lager. Ach, der hat sogar schon was gebaut. Ah, okay. Den muss ich jetzt so ein Lager bauen. Lager, automatisiertes Lager. Jetzt macht er da nichts rein. Warum nicht? Ah, jetzt muss aussuchen, was da alles rein soll. Okay, verstehe. Ist kein Lager für Samen da. Okay. Ja. Lager, Lager. Ah, hier Materiallager, Gifterdlager, Steinlager, doppeltes Metalllager, Holzlager. Okay, Wassermühle, Windmühle. Okay. So, irgendwie. Katapultlager. Wasserbarrieren, okay. Macht der hier was? Wow, wir brauchen dringend Essen.
Mein Essen wird ein bisschen knifflig. Was macht der hier? Der hat gar nichts mehr angepflanzt. Ach du Scheiße. Was ist hier los? Abzuholen Ressourcen. Karottensamen. Warum erntet der hier nicht? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum die das nicht machen. Egal, wir brauchen jetzt erstmal hier ein bisschen Nahrung. Ohne das wird es echt schwierig. Zack. Ja, Zwiebeln kann ich leider nicht bauen, weil ich gar keine Zwiebelsamen habe, oder? Nee, ich habe nur Karottensamen. So. Automatisches Abschneiden. Ach, schön umpflanzen. Nee, wir machen alles automatisch. Ja. Alles automatisch. Ist sogar jetzt schon eingestellt. Gut. Dann kriege ich nämlich Nahrung. Hab mich ganz vergessen, Nahrung zu bauen hier. Wenn die jetzt Hunger haben. Ja, sind nämlich alle hungrig. Scheiße. Das dauert natürlich. Holz, ja, Holz geht eigentlich auch so weit. So, irgendwie müssen wir jetzt da drüben das alles machen. Was ist das hier? Schilf? Ah, Schilf ist das irgendwie. Also, ich brauche jetzt irgendwie was für Eisen. Wo ich eigentlich nur darüber muss. Damasches Katapultlager. Okay, was will der machen? Ah, Eisen. Hier müssen Karottensamen und Mais hin und Eisen. Jetzt verstehe ich das hier alles. Schießt das so weit, das Katapult? Ziel hier 2. Tatsächlich. Der schießt echt übelst weit. Krass. Okay, Förderband ist hier dran. So, okay, jetzt verstehe ich das. Also ich muss das Eisen irgendwie daran schießen. Gut, also das heißt, ich brauche jetzt hier 150 Drehmoment. Wie kriege ich das am besten? Drehmoment Stange. Wie mache ich das? Ah, das muss ich bestimmt daran bauen. Okay. Wie bringt denn sowas hier? Windmühle. Wie viel bringt eine Windmühle eigentlich? Ja, egal, ich baue jetzt einfach hier paar Dinge hin. Und dann passt das schon. So, der braucht 150. Sowas. Das Ding müsste eigentlich 80. Schau mal. Eigentlich haben wir noch alles da.
Bin gespannt. Das heißt, ich muss sozusagen auch ein Förderband hier reinschießen, okay. Genau. Das kriegen wir doch hin. Förderbandschieber, was ist das? Holzwände, Holzboden, Eisenwände, Balken, Zaun. Ja. Okay, das funktioniert schon mal, was ich da vorhabe. Heißt, sieht es denn aus mit der Erde? Was stimmt denn jetzt hier nicht? Was fehlt denn für diese Dinger? Erde ist doch hier genug drinne. Wieso setzen die hier die Erde hier nicht rein? Oder können die immer nur pro Bewohner immer nur einen Golem bauen? Das kann natürlich auch sein. Der macht Bretter. Ne, der baut ein Förderband. Stein drinne. Okay, hier ist Holz. Was macht der? Mechanismus haben wir auch genug. Das haben wir genug. Ah, okay. Ah, knifflig auf jeden Fall. Wir brauchen, wie gesagt, zum Förderband. Müssen das Eisen irgendwie darüber kriegen. Er hat auch keinen Drehmoment, ne? Energie fehlt ihm. Kein Netzwerk verfügbar. 150 Drehmoment fehlt ihm. Was fehlt hier? Warum bauen die das nicht? Ach so, Holz. Holz fehlt schon wieder. Oh. Das ist echt ärgerlich hier mit dem ganzen blöden Holz hier. Aber egal, ich mach das jetzt. Die sollen immer abholzen und umpflanzen. Oh, geht es auch seinen Gang hier. Gut. Was läuft hier? Automatische Linie für Holzarbeiten. Ja, irgendwie hier will die das noch nicht. Egal. So, wir haben ja eigentlich jetzt alles soweit. Wir müssen nur, oh, was hier? 4 Tage. Hitburst beginnt in 4 Tagen. Hitzewelle. Anscheinend. Okay, davor muss ich natürlich das hier so ein bisschen gegraben haben. So, macht er das jetzt? Nee, der will jetzt irgendwas anderes. Der will irgendein Rohr, oder? Ist das Rohr? Nee, Drehmomentstange. Muss ich das jetzt hier ranführen oder wie? Wechsel die Ebenen.
Ah. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Drücke 0, das gesamte Gelände anzeigen. Nee, das klappt irgendwie auch nicht. Alte Wechsel zwischen den Ebenen. Ah, okay. Oha, es geht auch noch nach unten. Krass. Okay. Also man könnte sogar auch einen Untergrund noch ein bisschen bauen. Cool. So, aber jetzt muss ich hier irgendwie gucken. Wie kommt der jetzt hier runter? Ja, der ging doch gerade eben hier runter. Wie habe ich das gemacht? Gegenstand entfernen, einen Gegenstand drehen, all zwischen Ebenen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Egal, bauen wir das eben so. Zack. Kann die Stange nämlich hier weg. Und dann sollte er das kriegen. So, jetzt hauen wir das hier noch hin. Okay, das muss noch weggekramt werden. Das mit den Stangen ist ein bisschen kompliziert. Gut. Sollte der also verbunden sein, eigentlich. Aber irgendwie passiert da nichts. Netzwerk, okay. Oh. Die machen keinen Strom. Warum nicht? Oder weil die noch nicht verbunden sind. Kann natürlich auch sein. Ah, jetzt. Jetzt. Ja, jetzt kommt. Super. Nice. Zack, jetzt ist genug Strom da. Okay. Was macht der? Ein Eisenerz baut er ab. Schön. Und jetzt müsste ich sozusagen das per Lift darüber transportieren können. Okay.
Weiß nicht, ob das so richtig ist. Wir werden sehen. Nee, das glaube ich ist falsch. Aha. Komisch. Förderband Zusammenleger. Ich glaube, das muss so rein. Ja, mal sehen. Gut, jetzt fördert er das. Super. Klappt. Dann schickt er das nämlich darüber. Aber er braucht ja kein Eisenerz, sondern er braucht eigentlich Eisenbarren. Warte mal. Er braucht ja Eisenbarren. Oder? Ja, nee, Eisen. Doch, Eisen braucht er. Das heißt, ich muss ja noch eine Maschine bauen, die Eisenbahn produziert. Und die hier macht leider nur Eisen. Okay. Eisenbahn, was produziert eine Eisenbahn? Ah, hier brauche ich den Ofen. Okay. Verstehe ich. Das heißt, ich muss sozusagen jetzt den Ofen hier bauen. Zack, zack, zack. Und? Schiebt das rüber? Nein, er schiebt es nicht rüber. Okay. Gegenstände aus A. Nein. War genau falsch rum. So, so ist es doch richtig. Genau. Und jetzt muss ich das einstellen, dass es aus C kommt. Und hier muss es auch wieder weg. Und hier muss es aus A kommen. Jetzt. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt muss ich das hier noch bauen. Dass hier die Ebene rüberkommt. Und dann haben wir hier auch schon das Förderband geschafft. Zack. So, jetzt muss ich hier natürlich gucken, wie wir das machen. Irgendwie Metallprodukte. Öfen. So. Oh, was ist das denn? Muss das da oben rein oder was? Oder wie läuft das hier? Sedimentmaschine, das ist schon krass, was hier so alles gibt. Wir sind schon wieder hungrig, ey. Habt ihr nichts zu essen? Warum haben wir nichts zu essen? Oh, was ist hier? Jetzt leuchtet hier ganz, ganz viel. Musst du hier folgendes Objekt bauen? Musst du hier folgendes Objekt? Das ist Abschnitt des Tutorials. Musst du hier folgendes Objekt bauen? Karotte hier. Was ist hier? Vorrichtung? Keine Ahnung. Was hier jetzt gefordert war. Zergleichung ist zu gering, ja. Naja, das ist halt blöd mit diesem blöden Wind hier. Wenn der Wind schlecht steht, dann ist es halt so. Okay, passiert hier nichts, oder was? Da essen die so viel weg, oder was? Muss ich wohl noch ein bisschen mehr bauen. Ja gut, bei 71 Karotten Samen, also.
Da können wir das ganze Ding hier voll bauen. Ja. Okay, aber ich denke, das war's erstmal mit der zweiten Folge, beziehungsweise mit der nächsten Folge. Sehr interessant auf jeden Fall. Also jetzt müsste man hier sozusagen noch Eisen produzieren in Eisenbahn, dann das da reinschicken, dann schießt das sozusagen das Katapult das da rüber und dann kann man dann sozusagen hier rüberlaufen mit seinen Leuten und dann kann man, ja, hier das Tutorial beenden. Ja, vielleicht noch ein bisschen Mais aufsammeln, was hier liegt. Aber vom Prinzip her ist immer dasselbe jetzt, was ich so machen müsste. Ich müsste halt nur gucken, was ist das hier? Ja, irgendwelche Tutorial-Dinger, die irgendwie nicht angezeigt werden. Keine Ahnung. Egal, passt soweit. Ganz coole Sache auf jeden Fall. Und das hat auf jeden Fall Potenzial, das ganze Ding. So, ja, hat euch das gefallen? Lasst gerne mal einen Daumen da. Ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und kommt auch gerne mal auf unser Discord, um ein bisschen zu schnacken, gemeinsam zu spielen und. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.